Vor mehr als einem Jahr erklärte Donald Trump, dass er Präsident der Vereinigten Staaten werden wolle, und es wirkte wie ein schlechter Gag. Doch nach 13 Monaten voller Beleidigung und Unwahrheiten ist er nun tatsächlich der Kandidat seiner Partei. Mit einer auf Hass, Lügen und Dummheit basierenden Kampagne ohne wirklichen Inhalt schafft der Bauunternehmer tatsächlich, sich zum Spitzenmann der Republikaner zu mauscheln. Dies steht seit gestern Abend nun offiziell fest. In Umfragen steht Trump derzeit dennoch leicht hinter Hillary Clinton. Noch mehr News gibt's auf joyce.de.